An unserem letzten Urlaubstag ändert sich das Wetter, denn es wird windig und das Meer schlägt hohe Wellen. Da es aber dennoch schön ist und es außerdem gut tut, sich die Meeresbrise um die Nase wehen zu lassen, unternehmen wir am Vormittag einen letzten ausgedehnten Strandspaziergang. Zunächst laufen wir am Strand außerhalb des Campingplatzes entlang. Eine Weile setzen wir uns dort auch auf eine Bank, schauen einfach nur aufs Meer. So schön entspannt. Unser kleiner Richie liebt das Meer genau wie wir. Anschließend, als der Wind stärker und die Wellen höher werden, bestaunen wir die Wellen dann nochmal vom Strand innerhalb des Camps Villa Chimoni. Das Wetter klart zwischendurch immer mal wieder auf und es ist einfach herrlich. Mir fällt ein Spruch ein, den ich neulich irgendwo gelesen habe und der lautet wie folgt: Die Möwen kreisen über unseren Köpfen und das Meer rauscht. Es ist erstaunlich, wie wenig es braucht, um glücklich zu sein. Man muss nicht einmal reden, denn das Rauschen der Wellen füllt jede Stille aus. Also ich kann wirklich sagen, für mich könnte jeden Tag Strandtag sein. Es würde mir nie langweilig werden. Auf unseren Strandspaziergängen haben wir versucht, die Schönheit des Meeres einzufangen. Ich denke, dass es uns auch bei dieser rauen See gut gelungen ist. Und diese schönen Eindrücke möchten wir einfach mit euch teilen. Den späten Nachmittag lassen wir dann auf unserer Terrasse ausklingen, wo ich mir im gemütlichen Hängesessel einige Urlaubsnotizen mache. Abends geht's ein letztes Mal ins Restaurant, wo wir uns für Calamaris entscheiden. Was uns auch sehr gut gefallen hat, war dieses schöne Motto hier: Sei glücklich, esse gut, lächle, genieße die Sonne.
nächsten Morgen verabschieden wir uns von diesem schönen Ort, fahren noch kurz durch den Ort Pak, der gleichnamigen Insel, wo wir noch einen kurzen Stopp einlegen, bevor es über die Brücke Richtung Autobahn und nach Hause geht. Ein letzter Blick und dann heißt es Abschied nehmen. Es war ein wunderschöner Urlaub. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben und abonniere gleich unseren Kanal. Am besten klickst du zusätzlich auch noch auf die Glocke, denn dann wirst du umgehend informiert, wenn ein neues Video hochgeladen ist.